Ja, werte Freunde, am heutigen Tage findet schon wieder ein Gasgipfel in Brüssel statt. Die Energieminister treffen sich dort, um über die Energieversorgung der Europäischen Union zu diskutieren. Die EU-Kommission hatte ja letzte Woche bereits einen Vorschlag vorgelegt, wie das alles gehen solle. Und der hatte es in sich. Die Mitgliedstaaten sollen gefälligst 15% Gas einsparen im Vergleich zum Durchschnittswert der letzten 5 Jahre über eben die nächsten paar Monate gerechnet bis März 2023. Wohlgemerkt, das sind natürlich die Corona-Monate, denen gegenüber nochmal 15% eingespart werden sollen. Und jetzt kommt's. Bei Empfehlungen könnte man es ja noch belassen. Aber die EU-Kommission will natürlich selbst Macht, sonst wäre sie ja nicht die EU-Kommission und hat vorgetragen, dass wenn 2 Mitgliedsländer einen sogenannten Energienotstand erleben, dass dann die anderen zur Solidarität verpflichtet werden. Entsprechend verstimmt sind etwa die Energieminister von Portugal und Spanien, die das sofort von sich gewiesen und abgelehnt haben und natürlich mit Recht. Wie kommt die Europäische Kommission bitteschön dazu, hier zu versuchen, mal wieder den Mitgliedstaaten Souveränität zu nehmen, mal wieder sich voranzustellen und zu sagen, ihr müsst jetzt, sonst müsst ihr. Das ist genau die Taktik der EU-Kommission, obwohl sie zu so etwas überhaupt keine Kompetenz hat. Es ist doch eben gerade die Kompetenz eines Mitgliedstaats. Es ist genau die Souveränität eines Landes und einer Regierung, darüber zu entscheiden, wie die Sicherheit, auch die Energie, auch die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Und dazu braucht man keine Europäische Kommission, die einem etwas vorschreibt. Es ist vollkommen klar, die EU-Kommission versucht natürlich einen Plan zu entwickeln für den Fall, dass kein Gas mehr aus Russland geliefert werden würde. Und das ist ja ein Szenario, das die EU nicht befürchtet, sondern das sie selbst anstrebt. Sie selbst steht für Sanktionen auch auf Öl und Gas. Das wissen wir. Das hat sie ja auch schon vorgetragen. Und genau deswegen gibt es eben diesen Plan, so nach dem Motto, guckt, so können wir das machen. Dann können wir auch jegliche Importe von Gas und Öl aus Russland stoppen. Nur hat man natürlich diese Rechnung wie so immer ohne den Bürger gemacht, denn 15% einsparen, das bedeutet nichts anderes, als wesentliche Industriekapazitäten abzubauen. Wir wissen, gerade in Deutschland sind wesentliche Energiezweige, Industriezweige auf Gas angewiesen, von der Stahlproduktion bis hin auch zur Lebensmittelproduktion, selbst solche Dinge wie Molkereien beispielsweise, wo man jetzt nicht in erster Linie dran denkt, oder Bäckereien, arbeiten sehr oft mit Erdgas. Und hier deutliche Einsparungen zu erzielen, vor allem wenn man sagt, man stellt auch noch die Haushalte zuerst an. Das bedeutet eben, dass diese nichts Geringeres tun müssen, als ihre Produktion einzustellen. Und das bedeutet, wir gehen in einen Winter, in dem wir nicht nur kein Gas haben, sondern auch eventuell keine Brötchen, kein Brot, keine Milch, keine Lebensmittel zur Verfügung haben, wenn der Plan der Europäischen Kommission so umgesetzt werden würde. Denn die EU-Kommission sagt eben auch ganz klar, die Haushalte gehen vor. Nur das ist ja schön und gut, wenn man sagt, die Haushalte gehen vor, dann ist vielleicht die Bude warm, aber wenn kein Essen auf dem Tisch ist, ist das deutlich unangenehmer und der Arbeitsplatz und der Wohlstand und die Zukunft des Landes sind auch noch dahin. Das sind alles Themen, über die ein Volk sprechen muss, über die demokratisch entschieden werden müssen. Und zwar nicht auf EU-Ebene irgendwo in Brüssel, sondern auf der nationalstaatlichen Ebene, da, wo es stattfindet und da, wo es eben auch gegebenenfalls wehtut. Und so muss jedes Land zu seiner individuellen Entscheidung kommen, wie eben jetzt die Energiesicherheit gewährleistet werden soll. Übrigens gibt es Länder, die haben da deutlich besser gewirtschaftet als etwa Deutschland. Es gibt Länder, die sind nicht so blöd und steigen aus der Kernkraft aus, wie etwa Deutschland, was eben aus ideologischen Gründen durch die Grünen hier vorangetrieben wird. Wir wollen ja auch noch die Kernkraft stilllegen, obwohl wir sie dringend bräuchten, gerade wenn wir eben kein Gas mehr haben, mit dem wir Strom produzieren können oder wenn wir das Gas prioritär woanders verwenden wollen. Und das zeigt dann auch wieder den Zynismus der Brüsseler Bürokratie. Denn gerade die Länder, die schlechte Energiepolitik betreiben, die sollen ja von der
erzwungenen Solidarität des anderen Landes profitieren, wenn es einen Energienotstand gibt. Das würde dann bedeuten, dass wenn in Deutschland das Licht ausgeht und die Heizungen ausgehen, weil man weder Gas noch Kernenergie hat, dann würden andere Länder dazu verpflichtet, wie zum Beispiel Polen, uns über Wasser zu halten und wiederum in ihren Ländern die Industrie abzuschalten, um das Gas für Deutschland herzuschaffen. Und ich glaube, das ist eine Solidarität, die falsch verstanden ist. So kann es überhaupt nicht laufen. Es wird spannend sein, was die Energieminister beraten und was entsprechend herauskommt bei diesem Treffen in Brüssel. Ein Plan, dass die EU-Kommission sagen kann, ihr müsst jetzt Solidarität zeigen, der kann es definitiv nicht sein.